Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Emutag auf. Wir starten jetzt gleich in ein paar Sekunden auf der Map Shoreline durch, denn wir haben eine ganz wichtige Quest bekommen von Mechanical. Wir müssen nämlich 3 Gemmer platzieren, und zwar auch an den 3 Signaldingern, beziehungsweise 2 der 3 kennt ihr ja schon. Wir müssen nämlich einmal zum Resort, wir müssen einmal zur Weather Station, das waren die beiden Dinger, die ihr schon kanntet, und welche ihr noch nicht kanntet, das war die bei Radio Tower. Deswegen wäre es cool, wenn wir bei Road to Custom spawnen, dann können wir nämlich ganz fix zum Tower, zur Weather Station, dann vielleicht bei der Power Station vorbei, um uns diesen Mosin-Frag noch zu holen, und dann geht es ab ins Resort. Und wenn dann alles cool läuft, dürfen wir Rock Passage raus, und ja, das ist mein Plan. Ne? Klingt doch eigentlich ganz cool, würde ich sagen. Und ja, wir schauen allerdings mal, wie gut das funktionieren wird. Und ja. Auf geht's. Na, wo lässt er uns spawnen? Wieso ist es denn dunkel? Ich habe doch 10 Uhr ausgewählt. Ah ja, okay. Sehr interessant Spiel, sehr interessant. Ah, okay, ich weiß, glaube ich, wo ich gespawnt bin. Und zwar unten in der Nähe vom Scav Tower. Das heißt, da vorne ist sogar der Radio Tower. Also sind wir gar nicht von so weit von Road to Customs weg. Das ist gut, aber auch schlecht, dass es so dunkel ist. Aber wie soll ich dann den Mosin-Frag machen? Also Tunnel war auf jeden Fall offen, Rock Passage eventuell. Nicht gerade jemanden sprinten hören. Also vorne beim Radio Tower ist auf jeden Fall ein PMC-Spawn. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Aber ich könnte schwören, dass ich morgens 10.22 Uhr ausgewählt habe. Und ich glaube auch nicht, dass es hell wird. Ich glaube eher, dass es dunkler wird. Na. Bleib doch ruhig. So, am Radio Tower sind wir schon mal. Ey, Junge, willst du mich vereiern? So, Gemma Nummer 1 platzieren wir. Achso. Ey, nein, das muss ich doch hier ran machen. Zack. Dann fix hier vorne zum Busch. Dann können wir nämlich noch das Buried Barrel. Buried Barrel. Barrel. Ja, wo ist es denn? Ja, find das mal im Dunkeln, ja. Hä? Naja, das war's nicht. Nee, das ist aber auch nicht die Stelle. Dann ist das hier. Da ist er doch. Sehr schön. Cool, kann ich gebrauchen. Coffee Beans.
Gehen wir mal mit. So, von da kamen wir ja, glaube ich. Warte mal. Ja, doch, alles gut. Da ist das Ding. Das heißt, da vorne ist die Weather Station in die Richtung. Ja, da sehe ich es auch schon. Können wir mal ein bisschen laufen. Hey, was ist denn los, Alter? So kurz hintereinander zweimal einen Tinnitus hier bekommen. So, hier sprinte ich jetzt nicht mehr weiter, weil... Danke. Hast mir die Frage gerade eben... Beziehungsweise... Erspart, dass ich noch rede. Ich sehe nicht. Ja, moin, Alter. So. Zack, Nummer 2. Ja, ich glaube, die Mosin-Task, die können wir uns echt von der Backe schmieren. So, das hier ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und schwer zu erkennen an den Strommasten. Dann war die Schießerei-Action am Pier. Ja, da vorne ist Gaff. Ja, stimmt, da vorne ist... Nee. Na, ist egal. Wir folgen erstmal den Dingen hier. Bis wir sehen, dass hier mehrere Strommasten sind. Weil dann sind wir nämlich an der Power Station. Das, was da vorne ist. Ah, hier ist die Brücke. Mit dem Panzer. So, dann werde ich jetzt auf jeden Fall hier straight nach rechts gehen. Und jetzt muss ich auf das Dach wieder. Ja, Leute. Die Mosin-Action, die könnt ihr vergessen. Das wird auf jeden Fall nichts werden. Ich sehe ja nichts, ey. Wasser.
Da ist die Brücke, dann ist da das Resort. Ey, das ist jetzt schon das dritte Mal, Leute, dass wir einen Tinnitus bekommen. So viel hatten wir noch nie hier. In einem Raid vor allen Dingen. Das sind jetzt 10 Minuten erst. Das ist lächerlich, ja. So, und dann muss ich auch gleich in die Richtung weiter spazieren. Ah, Mann. Weil dann nämlich der Ausgang bei Rock Passage ist. Wenn er denn da ist. Ansonsten Tunnel, ne? Ja, ansonsten Tunnel. Ist nicht dein Scheiß Ernst, ey. So, wir müssen, glaube ich, zum West Wing. Und wir sollten auf jeden Fall mal was saufen. Dann schrauben wir uns noch die Energy rein. Wir können allerdings den Kram jetzt mal da unten reinpacken. Das wüsste ich echt mal gerne. Ja. Ja, er passt. So, dann lass uns durchziehen. Ja, beruhig dich. Hoffen wir jetzt unten, dass da niemand ist. Tinnitus Nummer 4, Alter, was ist das? So. Wunderbar. Das hat gut funktioniert. So, das heißt, jetzt muss ich nur noch gucken. Nur noch gucken. Dicker, wo sind denn hier die drei... Wo ist denn die scheiß Außentreppe? Wo ist hier das Ding mit den drei Treppen? War das da vorne? Ich glaube ja, ne? Komm, Leute. Okay, der ist ja tot. Oh, da ist eine Toolbox. Okay, warte mal, dann switchen wir die Mosin mal dahin. Was hast du denn so in deinem Rucksack? Oh, ein Hering. Müll, Müll. Und rüber damit. So, wartet mal. Dann. Nice. Bitte lass das Ding mit den drei Leitern sein. Ja, das sind so, ja, ich sehe doch da die Leiter. Ja,
Alles cool. Kann ich wieder auf meine wechseln? Schreib mich nicht an. Ey, der Dude kommt aber nicht hier hoch, oder? Task complete. Sehr schön, Leute. Dann können wir die auf jeden Fall mal da reinpacken. Okay, wenn da der Helikopter ist, dann müssen wir in die Richtung gleich. Für Extract. Also runter die Treppe und dann in die Richtung. So, da ist wieder Wasser und wir müssen rechts vom Wasser lang. Okay, die Scav Area ist viel weiter drüben. Jetzt hoffen wir, dass da oben auf dem scheiß Felsen kein Sniper-Scav sitzt. Und vor allen Dingen hoffen wir, dass die Rock Passage auch wirklich auf ist. Ja. Natürlich haben wir da einen Sniper-Scav. Ist doch nicht schlimm, dann laufe ich einfach durch. Dann komme ich nämlich hier an die Felswand und dann sehe ich ja gleich, ob die Area offen ist. Boah, die muss offen sein. Aber ich sehe keinen grünen Rauch. Leute, die Area ist nicht offen. Also die Area ist nicht offen, ne? Dann höchstens über die Brücke. Oder ich gehe hier halt zurück. Oder ich warte einfach ein bisschen. Es wird ja heller. Und dann hole ich den Dude.
warten wir jetzt hier, weil wir haben ja sowieso mehr als genug Zeit. Jetzt wird es auch hell. Strange, Alter. Dann können wir auf jeden Fall erstmal die wegpacken. Und die wieder rein. Warten wir eben, bis es ein bisschen heller wird. Wobei, der wird ja eh jetzt auf uns schießen, ne? Ich habe ihn nicht gesehen. Der war, glaube ich, an der Brücke war der. Jetzt noch die Beine und den Bauch. Bauch, Beine, Po. Und dann ist er wieder fast völlig einsatzfähig, der Dude. Er war irgendwo an der Brücke. Irgendwo an der Brücke hat der Spacko gehockt. Und dann gucken wir. Ja. Am besten laufen wir gleich den Dingens nach, den, dem Strommast. Weil der Strommast mir auf jeden Fall den kürzesten Weg zeigt. Zum Tunnel hin. Jetzt können wir mal gucken, wieder ein bisschen pieken. Darf mich halt nur nicht wieder voll treffen. Ich sehe die dumme Sau halt nicht. Da bist du, kleiner Pisser. Okay. Ich habe ihn nicht getroffen.
Scheiße, ich hab Dingens ja gar nicht mehr dabei. GG. Gegenheilen. Okay, Kopf ist wieder okay. Oh Mann, das ist echt heavy bleeding. Ich sitze hier im Busch, Alter, und bin mich am Gegenhielen, ne? Oh, Junge, Alter. Wie lange braucht dieses Heavy Bleeding denn bitte? Also entweder hört es jetzt auf, oder ich bin am Arsch, weil mein Effekt nicht mehr so viel hat. Na, ich bin am Arsch. Es hört und hört und hört nicht auf. Na, jetzt, dann freunden wir uns schon mal mit dem Gedanken an. Dass der Dude die Schlacht leider gewonnen hat. Hab ich ihn getroffen? Glaube ich, habe ihn getroffen, Leute. Ja, schade, Alter, um das ganze schöne Equipment. Oh ja. Aber ich habe ihn geholt. So geil. Richtig gut. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die Quest abgeschlossen. Vielleicht sind ja hier Heal-Items drin. Naja, auf jeden Fall nicht. Ah, ich komme da auch nicht hoch. Schade, Leute. Ja. Egal, Frag geholt. Das heißt, die Mosin brauche ich jetzt auch nicht mehr spielen. Ich laufe jetzt noch ein bisschen. Und lieber meinem Tod entgegen. Ich glaube ja nicht, dass ich hier in der Nähe ein Dingens finde, ein Medpack oder so eine Scheiße. Deswegen, und da vorne ist sowieso auch nochmal Scav Area.
Egal. Wann blute ich aus? Ah, dauert noch ein bisschen. Ja, ich würde mal sagen, Schlacht gewonnen, Krieg verloren, ne? Ihn habe ich geholt. Aber er mich leider zu dolle. Ja, und hier sind halt auch keine Heal-Items. Hier ist nur anderer Kram. Naja, egal. Hätte ich, es hätte eine Möglichkeit gegeben, dass ich meinen Loot trotzdem behalte, indem ich nämlich dann, hätte ich den Pilgrim-Rucksack versichert, hätte da alles reingepackt und dann den Rucksack hier ins Gebüsch geschmissen, wo den nie einer finden würde, dann kriege ich ihn ja wieder. Weil den findet ja keiner. Aber da ich so viele Pilgrim-Rucksäcke hatte, Rucksäcke habe, dachte ich mir so, boah, ich will ihn auch nicht versichern und, ja. Aber gut, was verlieren wir denn? Nicht so wirklich viel, ne? Das war eine ganz normale Billo M4 quasi. Nur mit einem scheiß Scope drauf. Und ja, Pilgrim-Rucksack kann ich mir sowieso jedes Mal besorgen. Einen Beta kann ich auch jedes Mal besorgen. Den Kram auch, also. Ja gut, das Wasser halt, aber. Obwohl, warte mal, das kann ich noch saufen. Das ist nämlich nicht verbraucht. Kommt den Hering auch noch? Sauber. Dann habe ich den Effekt davon mitgenommen. Den Effekt davon habe ich mitgenommen. Und nicht verschwendet. Mann. Egal. Trotzdem. Nein, warte. Ich habe nur eine Quest abgeschlossen. Ich habe es ja platziert, aber ich habe ja nicht survived. Das heißt, ich muss nochmal hier irgendwann surviven und dann halt raus. Aber ich hoffe, ich muss jetzt nicht die Signaldinger nochmal platzieren, um die Quest halt abzuschließen. Aber ich glaube nicht. Das war ja sonst auch nie so. Das war ein fucking Skeff. Aber hier Headshot 53 Meter. Bogdan Protokoll. Entschuldigung, Bogdan. Nee, das können wir lassen. Das passt schon so. Oh Mann. Das war ja ein Run. Naja, dann hole ich mir jetzt halt noch fix die XP von Jäger ab. Und dann werde ich die Folge beenden. Und ja, dann wird es nochmal einen Run geben. Ich weiß nicht, ob wir die dann jetzt schon direkt nochmal auf Shoreline in der nächsten Folge dann rein rushen. Oder ob wir woanders drauf gehen. Weiß ich noch nicht. Aber ja. Mal eben fix hier den Kram weiter durchstreichen. So, Generator, der wird ja fertig. Ah, perfekt. So, wunderbar. Dann holen wir uns jetzt unseren Dingens ab. Unsere Belohnung. Ragman. Oh, Dingens wurde verkauft. Mein Intelligence Folder. Also eines davon.
Achso, falls ihr euch wundert, warum ich plötzlich wieder doppelt so viel Money habe. Ich habe ja 2 Bitcoins bekommen von Mechanic, glaube ich. Und bin dann einfach hingegangen, weil ich greedy geworden bin und habe nochmal welche gekauft. Ja, deswegen. Die habe ich dann natürlich alle wieder verkauft und deswegen habe ich jetzt 120 Millionen. Gut, das hätten wir. Ganz fix nochmal bei Jäger fix die XP abholen. Three hits in legs more than 40 meters away with bolt rifle action. With a bolt action rifle. Ist die Frage, da darf ich halt auch wieder nicht, ne? Mit Schnipper. Ne, without scope steht da diesmal nicht. Ne. Diesmal, glaube ich, darf ich einen Scope draufklatschen. Gut, Leute. Dann gucken wir mal ganz fix bei Mechanic rein. Ja, perfekt. Die Dinger zählen auf jeden Fall. Das heißt, ich muss nur einmal noch einen Run machen. Da kann ich ja dann einfach überleben und raus auf Shoreline und dann ist gut. Cool. Gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Cheerio.